Yes! Willkommen hier zu Slusport. Wir sind gerade mitten im Nirgendwo. Oh. Wir sind gerade mitten im Nirgendwo. Unser Schiff ist gesunken und wir befinden uns in unserem David, in unserem Rettungsboot. Ja, das ist ein typisches Rettungsboot. Vollgeschlossen, Handreling. 17 Personen können rein. Wir haben die Maße, wir haben die IMO-Nummer von unserem gesunkenen Bötelein. Ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein U-Boot, wenn man ganz viel Fantasie hat. Aber es war zumindest immer meine Angehensweise. Ja, wir sind gerade in einem Rettungsboot. Was soll ich dazu sagen? Wir können ja hier in die Kabine gehen. Viele haben wir nicht. Wir haben halt einen Maschinentelegrafen. Nee, 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 nee. Wir können maximal 6 Knoten fahren. Fahren wir mal zum Bruder. Ja, ist uns ein bisschen erhöht. Ich nehme stark an, das ist kein Freifallboot, denn sonst würden wir nicht hier Seite an Seite sitzen, sondern ein bisschen anders. Yo, Ocean Prince, nimm mich mal bitte mit. Wir können uns auch nicht drinnen bewegen, aber was wir sehen können, ja. In der Mitte sind natürlich die ganzen Notrationen, die Batterien, der Treibstoffwagen, etc. etc. Und vielleicht nimmt uns der Bruder mal mit. Vielleicht können wir auch das Licht anmachen. Ja, so. Ist nicht mehr ein Lichtschalter, aber wir haben Licht. Ein Top-Licht. So, ja. Viel dazu kann ich echt nicht sagen. Es ist ein Rettungsboot, Mann. Ein ganz normales Rettungsboot, ne? Es hat hier keine Sprinkleranlagen, also kann es nicht auch Tankern verwendet werden. Und der Einstieg verfolgt dann von den beiden Seiten hier, nehme ich an. Man kann auch hier die beiden Klappen öffnen. Ne? Hier. Und hier. Aber nur zur Lüftung. Na, hält der an? Nee. Also das ist schon frech, ne, dass der hier nicht anhält oder zu uns dreht. Wir sind schon orange, auffällig. Der sollte es sehen. Also wirklich, es ist halt schwer, so ein kleines Ding zu sehen, aber wenn wir so nah dran sind und so hell orange leuchten, plus dem Lichtchen hier oben, der sollte uns schon sehen. Naja, wenn ich das überlebe, dann zeige ich dich an, Alter, wegen unterlassener Hilfeleistung. Wow, nicht schwenken, nicht schwenken. Ja, Höchstgeschwindigkeit von dem Ding sind 6 Knoten, nicht 33. Da, 6,6. Viel mehr können wir auch nicht. Ja, das Ding ist auch nicht zum Fahren geeignet. Sondern eventuell, ja, da hinten ist ein Schiff. Das fahren wir jetzt mal näher ran und so, aber jetzt nicht für große Distanzen. So, und die Ocean Prince fährt wirklich eiskalt weg, Alter. Ist noch was anderes hier in der Nähe? Noch eine Ocean Prince. Okay. Ja, die Ocean Prince lernen wir auch mal noch kennen. Na gut. Das ist echt eine kurze Folge, aber ja, was soll ich dazu sagen? Wir können nicht mal drum rumlaufen. Das ist einfach nur ein Rettungsboot. So. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich werde noch gerettet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Oui.